Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu Bambini Online. Heute geht es um das Richtungshören. Häufig ist es nämlich gar nicht so einfach zu hören, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Umso wichtiger ist es, das zu üben. Insbesondere im Straßenverkehr ist ein gutes Hörvermögen sehr hilfreich, um zum Beispiel zu hören, ob ein Auto näher kommt und natürlich auch, aus welcher Richtung es kommt. Vorsicht, nicht alle Fahrzeuge, die schnell sind, machen Geräusche, zum Beispiel Elektroautos. Und auch E-Bikes können wirklich schnell sein. So kannst du Richtungshören üben. Du benötigst ein Blatt Papier. Ich verwende ja gerne Papier beidseitig. Das heißt, wenn ich eine Seite nicht mehr brauche, nehme ich die andere. Mobi hat mir mal verraten, dass das gut fürs Klima ist. Und du brauchst einen Teller und einen Stift und eine Schere. Nun legst du den Teller auf das Blatt Papier und zeichnest einmal drumherum. Dann schneidest du deinen Kreis aus. Wunderbar. Und dann legst du die Sachen erstmal wieder beiseite. Denn nun geht es weiter. Setz dich auf jeden Fall gemeinsam mit einem Erwachsenen vor ein offenes Fenster, auf einen Stuhl oder wenn möglich auf den Balkon, auf den Hof oder in den Garten. Schließe deine Augen und lausche ganz genau. Hörst du Geräusche? Kannst du hören, aus welcher Richtung diese Geräusche kommen? Zeige in die Richtung, aus der du ein Geräusch hörst. Ist ein Geräusch dabei, das sich bewegt, zum Beispiel ein Auto, ein Spaziergänger oder ein Tier? In welche Richtung bewegt sich das Geräusch? Zeig nochmal in die Richtung. Und wenn ihr was hört, dann zeigt mal in die Richtung, wo das Geräusch herkommt. Hört ihr was? Sehr gut. Und aus welcher Richtung kam das? Super. Okay. Dann könnt ihr nochmal die Augen zumachen. Hört ihr noch andere Geräusche? Hört mal hin. Und aus welcher Richtung hast du die gehört? Aus dieser Richtung und aus hier. Okay, super. Wahnsinn. Okay. Macht ihr nochmal die Augen zu? Hört ihr noch was? Wo waren die her? Wo hast du die gehört? Die waren auf einem Baum und haben so ein Krater und so Vögel, die waren auf einem Baum. Magst du mal in die Richtung zeigen, wo es herkam? Okay. Super gut. Okay, magst du noch mal hören? Hörst du noch was? Wo, zeig mal in die Richtung. Woher kommt das Geräusch? Super. Wow. Ihr seid ja großartig. Okay, weiter geht's. Jetzt wollt ihr noch einmal hören? Okay, noch einmal hören. Augen zu. Hört ihr was? Richtig, super. Und aus welcher Richtung kam das Geräusch? Der Wind her? Und da ist der Ball. Und nun brauchst du dieses runde Blatt Papier. Du zeichnest einfach ein Kreuz da, wo du gesessen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel vor einem Fenster gesessen hast, dann machst du es eher am Rand, weil du die Sachen vor dir gehört hast. Wenn du mitten im Garten gesessen hast, dann kannst du auch ein Kreuz in die Mitte machen. Das entscheidest du. Und dann, und jetzt wird es sehr kreativ, malst du die Geräusche ein, die du gehört hast. Also du kannst zum Beispiel die Richtungen einzeichnen und selber bestimmen, wie dein Geräusch ausgesehen hat. Jetzt malt er mal ein Kreuz hin, wo ihr gesessen habt, eben gerade auf der Wiese. Und drumherum malt ihr die Geräusche, die ihr gehört habt. Und ihr dürft euch selber überlegen, wie die Geräusche ausgesehen haben. Und da sagst du? Da war ich.
Okay. Und dann darfst du die Geräusche malen. Und du darfst sie so malen, wie du sie gehört hast. Vielleicht ist das Geräusch von einem Vogel auch anders, als ein Vogel ausschaut. Kannst du einen Vogel malen? Kannst du das Geräusch malen, was ein Vogel macht? Und das Ganze nennt man dann eine Geräuschlandkarte. Yeah, so sind die Geräusche geworden, oder? Super. Und wenn du beim nächsten Mal draußen unterwegs bist, kannst du das Richtungshören weiter üben. Zum Beispiel, indem du auf dem Gehweg an einer wenig befahrenen Straße stehen bleibst, eventuell sogar die Hand eines Erwachsenen hältst und die Augen schließt. Vielleicht kannst du hören, dass ein Fahrrad vorbeifährt und in die Richtung zeigen, aus der das Fahrrad kommt. Oder ihr geht in den Park und lauscht dort. Vielleicht könnt ihr sogar den Gesang eines bestimmten Vogels hören. Wunderbar, das war's. Wenn du in deinen Trainingsplan heute etwas einzeichnen möchtest, dann zeichne ein Geräusch. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!